Ja, das Projekt Ford Focus RS neigt sich jetzt so langsam dem Ende. Das heißt, wir haben neue Projekte, es stehen weitere Sachen an. Unter anderem auch das nächste Fahrzeug, in dem Fall der Audi R8 V10 Plus. Wir haben 631 PS und einen V10 Saugmotor. Ja, was soll ich dazu viel sagen? Das Fahrzeug ist ein Traumauto. Der Klang ist brachial für Serie. Die Optik mehr als genial. Ich finde die Vorgänger R8 schon nicht allzu verkehrt von der Optik. Aber der neue R8, den haben sie richtig, richtig schön gemacht. Jetzt würde ich aber sagen, tun wir gar nicht lang rum. Das Fahrzeug ist gleich da. Und dann gehen wir einfach schon drauf ein, was gemacht wird und was vielleicht auch noch dazu kommt. Das ist momentan noch nicht spruchreif. Da warten wir ab, wie der Kunde sich entscheidet. Und dann werden vielleicht noch ein paar weitere Modifikationen folgen. 610 PS, 300 km/h Spitze. Bis gleich. Ciao. Wie gerade eben schon erwähnt, Audi A8 V10 Plus. Ich habe euch noch nicht verraten, was gemacht wird. Ich werde es euch aber jetzt verraten. Und zwar ist Step 1 einen anderen Luftfilter. Der Kunde wünscht einfach ein bisschen mehr Ansauggeräusch und vielleicht ein besseres Gasannahmeverhalten dadurch. Das hoffe ich, kann ich ihm damit erfüllen. Bei dem Auto ist es relativ aufwendig und auch die Filter relativ teuer. Allein die Luftfilter liegen bei knapp 400 Euro. Der Arbeitsaufwand ist auch ein bisschen größer wie bei einem normalen Fahrzeug, aber klar, wir reden ja auch von einem V10, sage ich mal ganz vorsichtig. Der Mario und ich werden euch auf jeden Fall hier wieder begleiten bei dem Umbau. Das heißt, ihr werdet da auch wieder Videos sehen. Ja, noch kurz ein Zwischenschnitt. Ihr seht, er ist relativ dreckig. Hier wird auch in dem Fall der Mario noch Hand anlegen und zwar kriegt das Fahrzeug noch eine, gibt es in dem Fall nur eine Wäsche oder eine Keramikversiegelung? Ja, es kommt das volle Programm. Okay, also volles Programm mit der Keramikversiegelung und der Kunde wünscht ein Angebot und zwar für diverse Carbon-Teile. Das ist aber noch nicht sicher, was alles gemacht wird. Es wird was gemacht, wir wissen aber noch nicht wie viel. Ob alles, also Spoiler, Diffusor, Schweller und Frontlippe oder nur Teile, da werden wir euch auf jeden Fall berichten. Jetzt würde ich sagen, weil der Sound so geil ist, gehen wir nochmal nach hinten. Bis gleich, ciao. What? What? What?